hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh, Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitsch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Wo denn? Hä? Lass mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt, morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Oh, Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. It's so easy being me. I'm hard.
das wurdest du nicht. Du hast alles für Süßigkeiten und Comics ausgegeben. Das ist gemein! Wie sagt Papa immer, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Sei nicht so gemein, Henry, und räum dein Zimmer auf, sofort! Ich brauche Geld und ich brauche es ganz schnell. Ich bestimme, weil wir in meinem Garten sind. Ach. Und ich habe gesagt, du spielst die gute Fee. Ich will aber die böse Hexe sein. Nein, ich bin die böse Hexe. Vielleicht kann ich der launischen Laura meine Gruselmonster-Comic-Sammlung verkaufen. Nein, auf keinen Fall. Aber vielleicht könnte ich mir was von Peters Geld ausleihen. Lieber doch nicht. Passwort: Vitamine. Das Weichei Peter und der Club der Allerbesten. Angsthasen Club würde eher passen. Raffzahnmonsters Rache. Ha, sowas würden die nie lesen. Das ist es. Genau! Und mein Zimmer war die ganze Woche schön aufgeräumt. Hey, du darfst nicht einfach reinkommen. Bin ich aber gerade. Dazu musst du das Passwort kennen. Vitamine. Woher weißt du das? Ich weiß viele Sachen. Ich weiß sogar, wo man ein Raffzahnmonster findet. Was genau ist ein Raffzahnmonster? Es ist schleimig, angsteinflößend, es ist grauenvoll und irgendwo da draußen. Wo? Nachts verstecken sie sich in den Schatten und dann springen sie aus den Büschen. Beißen die? Nur einmal. Oh. Ich hab noch nie von einem Raffzahnmonster gehört. Ich möchte mal eins sehen. Ich möchte auch mal eins sehen. Willst du uns reinlegen, Henry? Nein, natürlich nicht. Wenn ihr mir nicht traut, nehme ich euch auch nicht mit. Warte! Bitte, Henry. Bitte zeigst du es uns. Also gut. Aber das kostet euch 2 Euro. 2 Euro? Für jeden. Aber... Tja, wenn ihr das Raffzahnmonster nicht sehen wollt... Doch, wollen wir schon. Wir bezahlen. Ha, dann treffen wir uns am Geräteschuppen. Punkt 6 Uhr. Und vergesst nicht, kein Geld, kein Monster. Das war ja babyleicht. Euro sind ganz gut, aber 10 sind noch besser. Ihr solltet nicht so einen Lärm machen, sonst weckt ihr das Raffzahnmonster. Was? Verschwinde, Henry! Tja, dann gebt aber nicht mir die Schuld, wenn sich das Raffzahnmonster anschleicht und euch in Stücke reißt. Warte! Sowas gibt's doch gar nicht, so ein, was du gesagt hast. Und selbst wenn, dann hätte ich bestimmt keine Angst davor. Beweis es. Wie? 6 Uhr bei unserem Geräteschuppen. Dann zeige ich euch das brutalste Raffzahnmonster aller Raffzahnmonster. It's so easy being me, I'm Hard Henry. Ich bin auch ganz normal. Wow! Henry!
Das fällt nie jemandem auf. Aber jedem fällt auf, wie schrecklich sich Henry benimmt. Das ist echt gemein. Was, wenn ich mich mal schrecklich benehme? Ja, morgen will ich mal so sein wie Henry. Ich bin mal ganz schrecklich. Alle aufstehen, wie das hier überall aussieht. Großtante Grete kommt heute zu Besuch und ich möchte, dass sie euch von eurer besten Seite zeigt. Großtante Grete? Sie denkt, ich bin ein Mädchen. Na los, Peter. Jetzt hast du die Gelegenheit, schrecklich zu sein. Nein, Peter, du bist auf die Welt gekommen, um brav zu sein. Mach, dass du abhaust. Jetzt komm schon, Peter. Sei richtig schrecklich. So, meinen Schlafanzug lege ich nicht ordentlich zusammen. Und außerdem mache ich heute auch mein Bett nicht. Das ist wirklich schrecklich. Und das ist sogar noch schlimmer. Guten Morgen. Peter, was ist denn das? Ich weiß. Oh, ganz schön schlau, mich daran zu erinnern, dass heute Waschtag ist. Na los, Peter. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Stimmt. Ich werde ab sofort noch viel schrecklicher sein. Gleich nach dem Frühstück. Geh mir aus dem Weg, Zwerg. Blödes Unkraut. Du wusstest, dass Tante Grete heute kommt, stimmt's? Henry, was machst du da? Ich sammle Nacktschnecken. Schau, und ich hab schon ganz viele. Wie schön, Henry. Tja, aber bitte, mach meine Blumen nicht kaputt. Erzähl keine Märchen, Henry. Es stimmt. Ich hab ihn nass gespritzt. Tja, Henry, dann hättest du aus dem Weg gehen sollen, wenn Peter die Blumen gießt. Was ist eigentlich mit dir los? Du bist nicht der Einzige, der sich schrecklich benehmen kann. Das nennst du schrecklich benehmen? Pa! Henry, wie du wieder aussiehst. So kannst du dich vor Großtante Grete nicht sehen lassen. In die Wanne, sofort. Aber... sofort. Das zahle ich dir heim. Peter, sei so nett und bring den Eimer mit den Schnecken weg. Wir wollen doch nicht, dass Großtante Grete die sieht. Oh, das ist nicht zu glauben. Was muss ich denn noch alles anstellen, damit ich Ärger krieg? Peter, sei so lieb und leg die für Großtante Grete auf den Wohnzimmertisch. Ja, Mama. Oh, Pralinen. Peter, du denkst doch nicht etwa das, was ich glaube, was du denkst. Mach schon, Peter. Los, du kannst es. Bin ich aber durch und durch gemein. Und ich hab sogar mit vollem Mund geredet. Ach, wenn ich König bin, darf niemand schrecklicher sein als ich. Mein lieber, braver, schleimiger Zwerg von Bruder schon gar nicht. It's so easy being me. I'm Ich wünsche mir eine galaktische Schleimpistole. Die muss unbedingt sein. Oh, und noch einen Bum-Bum-Zerstörer. Tja, Hier, das ist für dich, Weihnachtsmann. Oh, vielen Dank, junger Mann. Das ist wirklich nett von dir. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Lexikon, verschiedene Samen, ein Geometrieset und...
Briefmarken bitte. Keine Spielsachen. Ich hab schon so viel. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Geschenken? Nun, ich denke darüber nach. Super. Wenn Erwachsene sagen, sie denken darüber nach, dann heißt das immer ja. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie! Die Tür war offen, also dachten wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine krieg ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder! Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Klappe, du Zwerg! Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erst mal abwarten.